Hallo, ich bin Josephine und ich habe einen Text geschrieben, der heißt Der Klebestift. Und der Klebestift ist lebendig und er hat Freunde und Geschwister und er lebt dann halt ein Abenteuer. Du hast diesen Text ausgewählt für unser beste Texteheft. Das heißt, du hältst ihn für besonders gelungen. Was ist dir besonders gelungen? Weil ich finde, er umfasst viel, er ist lustig, er ist auch zum Grübeln, weil manchmal weiß man nicht vielleicht, was der Klebestift meint, weil das ja von der Klebestiftsicht ist. Und zum Beispiel etwas Großem, Höherem. Hier sind auch ganz viele Riesen. Da muss man auch schon nachdenken, was es ist. Für wen hast du den Text geschrieben? Für mich selbst. Für dich selbst. Und hast ihn dann trotzdem fürs beste Texteheft ausgewählt? Ja. Also für die Klasse dann auch freigestellt. Okay, was wolltest du erreichen mit diesem Text? Hast du ein Ziel gehabt? Dass die anderen ihn lustig finden. Sie lustig finden? Dass sie den zweiten Band lesen, den ich heute geschrieben habe. Ah, das musst du noch mal genauer erzählen. Also da hat der Klebestift ein zweites Abenteuer. Da ist der Klebestift im Meer gelandet und er treibt an einer Insel. Und da erlebt er ein Abenteuer. Okay. Hast du eine Stelle für uns, die dir selbst besonders gut gefällt? Ja, ich kann sie vorlesen. Hallo, ich bin Tesastick und stehe als Schaufensterpuppe hier im Laden herum. Meine Nachbarn sind Herr Schere und Frau Radiergummi. Wir sollen sie aber immer Frau Ratzefummel nennen. Warum findest du die besonders gut? Weil da stellt er sich vor, da kommen die Freunde vor. Ja, und da kommt vor, was die Freundin, dass sie immer Ratzefummel genannt werden will. Genau, das finde ich halt auch lustig. Schon so eine witzige Stelle gleich am Anfang, ne? Und das Besondere ist ja auch in deinem Text, du hast vorhin gesagt, dass er aus der Sicht des Klebestifts verfasst ist. Mhm. Also, dass du eine ganz andere Perspektive gewählt hast. Wie bist du auf die Idee gekommen? Mir war langweilig in der Schule und ich wusste nicht, was ich schreiben soll. Und da habe ich meinen Tesastick erblickt und habe mir gedacht, dass der lebendig ist. Und dann wollte ich eine Geschichte über meinen Tesastick schreiben. Und wusstest du schon am Anfang, wie es nachher endet? Nee, ich habe erstmal geschrieben, wie er sich vorstellt und die Freunde und Brüder. Und dass er halt dann ein Abenteuer erlebt. Und das, der Rest ist eigentlich beim Schreiben. Okay. Ja, Josephine, du hast ja schon ganz viele Texte geschrieben, schreibst sehr gerne. Kannst du uns sagen, warum das bei dir so wichtig ist zu schreiben? Das ist für mich sowas wie Freiheit und ich kann meine Fantasie einfach purzeln lassen. Die Fantasie purzeln lassen? Ja, super. Okay, danke schön, Josephine.